This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin Moin und herzlich willkommen, meine lieben Brüder und Schwestern in Jesus Christus, die wir den Vater im Himmel in Geiste und in Wahrheit anbeten und ihm Ehre geben. Ihm und ihm alleine gebührt Ehre und nicht dieser teuflischen Kirche, die sich die Fortsetzung der apostolischen Kirche nennt, die sich die einzig wahre Kirche nennt, außer der es keine Erlösung auf dieser Welt gibt, die römisch-katholische Kirche, die jahrhundertelang nichts anderes getan hat, als die Heiligen in Christus zu verfolgen. Über diese Verfolgung geht diese Lesung. Henry Charles Lear hat Ende des 19. Jahrhunderts 3 Bände geschrieben, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, der erste Band. Wir sind im 9. Kapitel, das Prozessverfahren der Inquisition. Wir haben soeben die hinterlistige Prozessführung besprochen und gehen jetzt in dem Buch auf Seite 453 weiter, wo wir dann solche Dinge erfahren, wie die Geständnisse zustande gekommen sind, die Notwendigkeit des Geständnisses, wenn es es überhaupt gab, Musterverhör und so weiter. Man braucht starke Nerven, nicht nur um dieses zu lesen, man braucht auch starke Nerven, um dieses zu hören und um es zu verstehen. Aber das ist leider so, weil die Arbeiten des Teufels, die kennen keine Gnade, anders als unser Vater im Himmel. Seine Gnade ist unendlich und nur durch seine Gnade sind wir durch seinen Sohn hier auf dieser Welt errettet. Im letzten Absatz auf Seite 435 sagt der Autor, der gewöhnliche Verlauf eines Prozesses vor der Inquisition war folgender. Und da wir ja sehen, dass wir hier wirklich sehr gut im Thema weitergehen, ist es für mich unnötig, noch eine ganze Seite zu wiederholen und wir fahren wirklich in diesen neuen Texte fort. Der gewöhnliche Verlauf eines Prozesses vor der Inquisition war folgender.
Dem Inquisitor wurde Mitteilung gemacht über eine der Ketzerei verdächtige Persönlichkeit. Oder es wurde der Name derselben in dem Geständnisse eines Gefangenen genannt. Sofort begann man, geheime Nachforschungen anzustellen und alle gegen ihn aufzutreibenden Indizien zu sammeln. Alsdann wurde er heimlich aufgefordert, zu einer bestimmten Zeit zu erscheinen und gleichzeitig zur Sicherung seines Gehorsams Bürgschaft zu leisten. War er fluchtverdächtig, so wurde er plötzlich verhaftet und so lange im Gefängnis gehalten, bis der Gerichtshof bereit war, ihn zu verhören. Das Gesetz schrieb zwar drei Vorladungen vor, aber man umging es, indem man die Aufforderung einmal für dreimal erließ. Sie machen ihre eigenen Gesetze und legen sie aus und biegen sie, wie sie wollen. Das haben sie damals getan, das tun sie heute immer noch. Wenn die Verfolgung nur auf einem allgemein verbreiteten Gerüchte beruhte, so wurden die Zeugen ganz aufs Geratewohl vorgeladen. Verfügte man dann über eine Masse von Vermutungen und Schwätzereien, die durch die natürliche Sorge der Zeugen, sich gegen den Verdacht der Begünstigung der Ketzer zu schützen, entsprechend übertrieben und entstellt waren, so wurde der Schlag geführt. Auf diese Weise war der Angeklagte schon im Voraus gerichtet, sonst wäre er nicht zum Verhöre vorgeladen worden. War er einmal vor Gericht gezogen, dann gab es tatsächlich für ihn nur eine Möglichkeit, wieder freizukommen, nämlich die, ein Geständnis abzulegen, die Ketzerei abzuschwören und sich der in der Form der Buße ihm auferlegten Strafe zu unterziehen. Leugnete er dagegen hartnäckig seine Schuld und behauptete er trotz der gegen ihn vorliegenden Indizien seine Rechtgläubigkeit, so wurde er als unbußfertiger, hartnäckiger Ketzer dem weltlichen Arme ausgeliefert und verbrannt. Auto da fe. So war das Verfahren ein außerordentlich einfaches und ein Inquisitor des 15. Jahrhunderts hat es kurz und zutreffend gekennzeichnet in einer Erörterung, in der er die Freilassung des Angeklagten gegen Bürgschaft für unzulässig erklärt. Wenn ein Angeklagter, sagt er, eingesteht, dass er Ketzer sei, aber unbußfertig bleibt, so muss er dem weltlichen Arme überliefert und vom Leben zum Tode befördert werden. Ist er bußfertig, so muss er auf Lebenszeit ins Gefängnis geworfen, kann also nicht gegen Bürgschaft auf freien Fuß gesetzt werden. Leugnet er und wird er durch Zeugen überführt, so muss er als Unbußfertiger gleichfalls dem weltlichen Arme ausgeliefert und hingerichtet werden. Auch hier gehen wir jetzt am Ende von Seite 454 nach diesem Satz noch einmal in eine ausführliche Fußnote. Das ist wieder aus den Werken von Aemericus, Traktat der Heretatis, also Traktat über die Häresie. Der Gegensatz zwischen diesem kirchlichen und dem weltlichen Prozessverfahren im 13. Jahrhundert wird gekennzeichnet durch den Freibrief, den im Jahre 1260 Alphons von Poitiers der Stadt Auxon in der Auvergne ausstellte. Jeder, der aufgrund eines allgemeinen Gerüchtes eines Verbrechens angeklagt wurde, konnte sich mit seinem eigenen Eide und dem eines einzigen gesetzlichen Eideshelfers reinigen, wofern nicht ein gesetzlicher Kläger oder Ankläger gegen ihn auftrat. Auch konnte keiner ohne seine Zustimmung von der Inquisition gerichtet werden. So schreibt Chassin Spiligium Privatense in Paris 1886 auf Seite 92. Diese Verfügung ist ein Beweis für das allmähliche Eindringen des Inquisitionsverfahrens in das weltliche Gerichtsverfahren. Also mit anderen Worten, und das wird hier ganz offen zugegeben, die kirchliche Gerichtsbarkeit wird hier mit der weltlichen Gerichtsbarkeit vermischt. Oder mit anderen Worten, es gibt kaum noch einen deutlichen Unterschied zwischen kirchlicher Gerichtsbarkeit und weltlicher Gerichtsbarkeit. Ja? Diese Verfügung ist ein Beweis für das allmähliche Eindringen des Inquisitionsverfahrens in das weltliche Gerichtsverfahren, zumal dasselbe für willkürliche und träge Richter ganz besondere Anziehungskraft besaß. Also das Inquisitionsverfahren natürlich, ne?
Wie sehr man aber demselben misstraute und wie dringend man das Bedürfnis fühlte, dieses ungewöhnliche Verfahren mit den von der Inquisition so beschlossenen beiseite gesetzten Sicherheitsmaßregeln zu umgeben, ersieht man aus einem Freibriefe, den Jakob II. Von Aragon seinen Untertanen in Mallorca 1276 gewährte. Er verspricht, dass das Inquisitionsverfahren gegen keinen angewandt werden dürfe, ohne dass man ihm rechtzeitig Nachricht gebe, ihm erlaube, allen Zeugen einen Eid zuzuschieben und ihm volle Gelegenheit zur Verteidigung zu gewähren. Aber selbst gegen diese gemilderte Form machten die Aragonier als eines ihrer Vorrechte geltend, dass dieselbe nur gegen königliche Beamte, die sich bei der Ausübung ihres Amtes vergangen hatten, angewendet werden und dass jeder andere Prozess nur auf das Drängen eines Anklägers hin geführt werden dürfe. Weiter im Text auf Seite 455. Indessen ließ es dem Inquisitor viele Gründe wünschenswert erscheinen, wenn möglich ein Geständnis zu erlangen. In zahlreichen Fällen, ja, zweifellos in der Mehrzahl derselben, waren die Beweise, wenn sie auch möglicherweise einen Verdacht rechtfertigten, doch zu unzusammenhängend und unbestimmt, um eine Verurteilung zu rechtfertigen. Beweise oder Indizien, wie wir gerade eben schon mal drüber gesprochen hatten. Ne? Welche Indizien gibt es denn für die Ketzerei bei bestimmten Menschen? Es gibt meistens nur unzusammenhängende und unbestimmte Verdächtige, Verdachte, ja, die man äußern kann. Aber wie wir gelesen haben, manchmal reicht schon der reine Verdacht deines Nachbarn zum Beispiel, dass du der Inquisition in die Hände fallen kannst. Jedes müßige Gerede wurde aufgegriffen. Jeder fadenscheinige Vorwand erlangte Bedeutung, wenn der Inquisitor sich für verpflichtet hielt, zu zeigen, dass er nicht leichtsinnig gehandelt habe, oder wenn er in Aussicht hatte, Geldstrafen oder Konfiskationen zum Besten des Glaubens verhängen zu können. Selbst wenn die Beweise ausreichten, gab es für den Inquisitor noch genug Gründe, sich um einen Gefangenen zu bemühen, in der Hoffnung, dass er sein Leugnen widerrufen und sich der Gnade des Gerichtshofs anheimgeben würde. Ausgenommen von den allerdings seltenen Fällen, wo Ketzer dem Inquisitor Trotz boten, war das Geständnis in der Regel von dem Bekenntnisse der Bekehrung und Reue begleitet. Auf diese Weise wurde nicht nur dem Teufel eine Seele entrissen, in diesem Fall muss man natürlich verstehen, Gott im Himmel eine Seele entrissen, sondern der Neubekehrte war auch verpflichtet, seine Aufrichtigkeit dadurch zu beweisen, dass er alle, von denen er wusste oder vermutete, dass sie Ketzer seien, dem Inquisitor anzeigte und so der Verfolgung neue Bahnen eröffnete. Bernhard Guidonis erzählt uns unter Berufung auf einen seiner Vorgänger in beredten Worten, wie sehr die Seele des Inquisitors von ängstlichen Sorgen zerrissen werde, falls die äußeren Beweise zur Verurteilung nicht ausreichten. Sein Gewissen quäle ihn, wenn er jemanden bestrafe, der weder gestanden habe noch überführt sei. Noch mehr leide er, wenn er, der durch beständige Erfahrung die Falschheit, Schlauheit und Bosheit dieser Ketzer kenne, sie infolge ihrer fuchsartigen Verschlagenheit zum Schaden des Glaubens entkommen lasse. In diesem Falle würden nicht nur die Ketzer durch ihren Erfolg gestärkt und vermehrt und kühner gemacht, sondern auch die Laien erbittert über die Ohnmacht der Inquisition, deren hochgelehrte Männer von ungebildeten und rohen Personen sich verspotten ließen, während man doch allgemein glaubte, die Inquisitoren hätten alle Argumente und Beweise für den Glauben so vollständig in Händen, dass kein Ketzer ihnen entgehen oder sie an seiner Bekehrung hindern könne. Es ist somit leicht begreiflich, dass die Eigenliebe des Inquisitors ein großes Interesse daran hatte, die Beschuldigten zu überführen. An einer anderen Stelle weist Bernhard Guidonis darauf hin, wie wichtig die Bekehrung der Ketzer für den Glauben sei, weil sie nicht nur ihre Mitbrüder, ihre Schlupfwinkel und ihre geheimen Konventikel zu verraten verpflichtet waren, sondern auch, weil diejenigen, die bis dahin unter ihrem Einflusse gestanden, durch ein solches Beispiel veranlasst, sich umso eher herbeiließen, ihre Irrtümer anzuerkennen
und sich zu bekehren. Schon im Jahre 1246 hatte das Konzil von Béziers auf die Nützlichkeit solcher Bekehrungen hingewiesen und die Inquisition beauftragt, keine Mühen zu scheuen, um dieselben zu erreichen. Alle späteren Autoritäten erklärten dies ebenfalls für eine der ersten Pflichten des Inquisitors. Sie stimmen ferner alle darin überein, dass sie die Nennung der Mitschuldigen als einen unerlässlichen Beweis für eine wirkliche Bekehrung betrachten. Also wenn du keine anderen Namen gegeben hast, dann wurde deine Widerrufung oder deine Buße überhaupt nicht akzeptiert. Ohne sie, also ohne die Ernennung der Mitschuldigen, könnte der Bußfertige keine Vergebung und Gnade erhoffen. Denn die Weigerung, seine Verwandten und Freunde zu verraten, galt als ein Beweis, dass er im Herzen keine Reue empfinde, und so blieb nichts anderes übrig, als ihn dem weltlichen Arme auszuliefern, genau dem römischen Rechte entsprechend, das einen bekehrten Manichäer, der noch mit ehemaligen Glaubensgenossen verkehrte, ohne sie der Behörde anzuzeigen, mit dem Tode bestrafte. Der praktische Nutzen dieser Forderung zeigte sich deutlich in dem Falle der Sorine Rigaud, die 1254 in Toulouse ein Geständnis ablegte. Demselben ist eine Liste von 169 von ihr denunzierten Personen beigefügt, deren Namen sorgfältig alphabetisch geordnet sind, mit Angabe ihres Wohnorts, sodass sofort gegen sie vorgegangen werden konnte. Wie genau es ferner die Inquisition mit dieser Pflicht des versöhnten Ketzers nahm, er sieht man aus dem Schicksale des Wilhelm Sicrède aus Toulouse. Dieser hatte im Jahre 1262 abgeschworen und Verzeihung erlangt. 50 Jahre später, 1311, hatte er dann am Totenbette seines Bruders gestanden, als derselbe häresiert wurde. Wilhelm hatte zwar, wenn auch vergeblich, hiergegen Einspruch erhoben, hatte aber keine Anzeige erstattet. Nach dem Grunde dieser Unterlassung gefragt, erklärte er einfach, er habe seinen Neffen nicht schädigen wollen. Dafür wurde er 1312 lebenslänglich eingekerkert. Diese Anzeigen waren für den Inquisitor so unerlässlich, dass man sie nicht nur durch Bestrafungen, sondern auch durch Belohnungen herbeizuführen suchte. Bernard Guidonis erzählt, dass denjenigen, die freiwillig vortraten, um ihren Eifer durch ein Geständnis und durch den Verrat aller ihrer Genossen kundzutun, nicht nur verziehen, sondern auch ihr Lebensunterhalt von den Fürsten und Prälaten sichergestellt werden müsste. Die Anzeige eines einzigen vollkommenen Ketzers verdiene nicht nur Straflosigkeit, sondern obendrein noch eine Belohnung. Wie sagt die Bibel? Sie werden euch verfolgen in meinem Namen und denken, dass sie Gottes Werk tun werden. Passt dieser Bibeltext hier genau, ne? Und sicherlich dann, wenn man das dann auch noch für Geld tut. Weil solche Menschen sich ihre Schätze hier auf Erden anlegen, wo Motten und Rost sie fressen oder Diebe sie stehlen, anstatt im Himmel. Das sind geistige Schätze gegenüber den materiellen. Nun, im nächsten Absatz auf Seite 457 fährt der Autor fort und sagt, die ängstliche Sorge des Inquisitors, ein Geständnis zu erlangen, war wohl begründet, nicht nur wegen der größeren Sicherheit, sondern auch um sein eigenes Gewissen zu beschwichtigen. Bei gewöhnlichen Verbrechen war der Richter im Allgemeinen sicher, dass die Freveltat verübt war, bevor er es unternahm, den des Mordes oder Diebstahls Beschuldigten zu verfolgen. Der Inquisitor dagegen wusste in vielen, ja, in den meisten Fällen von vornherein überhaupt nicht, ob gar ein Verbrechen vorlag. Es mochte jemand mit Grund verdächtig sein. Er mochte verkehrt haben mit solchen, denen später Ketzerei nachgewiesen würde. Er mochte ihnen Almosen gegeben oder Beistand geleistet, ja, sogar ihre Versammlungen besucht haben. Und er konnte doch ebenso gut ein rechtgläubiger Christ, sprich Katholik, wie ein verstockter Ketzer, also ein wahrer Christ oder Bibelgläubiger sein.
Seine eigene Versicherung, dass er rechtgläubig sei, seine Bereitwilligkeit, den Glauben Roms durch Unterschrift anzuerkennen, bewies nichts. Denn die Erfahrung hatte gelehrt, dass die meisten Ketzer bereit waren, alles zu unterzeichnen, was man ihnen vorlegte, und dass sie durch die Verfolgung gelernt hatten, ihren Glauben unter der Maske strenger Rechtgläubigkeit zu verbergen. Es wurde somit eine Lebensfrage für die Inquisition, von dem Ketzer ein Geständnis zu erlangen, und keine Mühe wurde für zu groß, kein Mittel für zu schlecht erachtet. Der Zweck heiligt die Mittel, um ein solches Geständnis herbeizuführen. Die Erpressung eines Geständnisses wurde so der Mittelpunkt des ganzen Inquisitionsverfahrens, und die Sache ist wert, dass wir ihr eine eingehendere Betrachtung schenken, nicht nur wegen ihrer Bedeutung für die Inquisition, sondern noch mehr wegen des beklagenswerten Einflusses, den sie 5 Jahrhunderte lang auf das ganze Rechtswesen des europäischen Kontinents ausübte. Das erste und schnellste Mittel zur Gewinnung eines Geständnisses war natürlich das Verhör des Angeklagten. Hierauf bereitete sich der Inquisitor vor, indem er alle Schuldbeweise, die er nur erlangen konnte, sorgfältig sammelte und studierte, während man den Angeklagten in vollständiger Unkenntnis über die gegen ihn erhobenen Anklagen ließ. Geschicklichkeit im Verhör war eine hervorragende Eigenschaft des Inquisitors, und die von erfahrenen älteren Brüdern für jüngere Beamte angefertigten Handbücher sind voll von darauf bezüglichen Einzelheiten und sorgfältig ausgearbeiteten, auf alle möglichen ketzerischen Sekten eingerichteten Verhörformulare. Durch beständige Übung bildete sich allmählich eine Klasse scharfsinniger, spitzfindiger Köpfe heraus, die eine große Übung darin besaßen, die Gedanken der Angeklagten zu erraten, ihnen Fallen zu stellen, sie zu verwirren, ihre zweideutigen Antworten aufzudecken und aus ihrem Stocken oder ihren Widersprüchen Nutzen zu ziehen. Als die Inquisition noch in ihren ersten Anfängen stand, beklagten sich die Konsuln von Narbonne bei denen von Nîmes, dass die Inquisitoren in dem Bestreben, den Unerfahrenen Fallen zu stellen, kein Bedenken trügen, sich derselben sophistischen Dialektik bedienen, womit die Gelehrten bei ihren scholastischen Erörterungen sich gegenseitig zu begegnen pflegten. Man kann sich nichts Lächerlicheres denken, als die Klagen dieser Erfahrenen, durch keine Regel gebundenen Examinatoren über die Doppelzüngigkeit ihrer Opfer, die sich, gelegentlich mit Erfolg, bemühten, sich nicht selbst anzuklagen, nachdem boshafte und schamlose Priester ihnen gezeigt hatten, wie man sich über Glaubenspunkte zweideutig ausdrücken könne. Ein erfahrener Inquisitor hat als Richtschnur für seine Nachfolger ein Musterverhör eines Ketzers ausgearbeitet und in demselben die Winkelgänge und Wortspiele angegeben, auf welche der Inquisitor sich vorbereiten musste, wenn er es mit Ketzern zu tun hatte, die ihre Irrtümer nicht offen eingestanden. Der getreue Wortlaut des Verhörs wird verbürgt von Bernard Guidonis, der es 50 Jahre später in seiner Praktika wiedergibt. Dieses Verhör ist ein so charakteristisches Beispiel für das Gefecht zwischen dem geschulten Verstande des Inquisitors und der ungeschulten Schlauheit eines Bauern, der für sein Leben und sein Gewissen kämpfte, dass es wert ist, hier wiedergegeben zu werden. Wenn ein Ketzer zum ersten Male zum Verhöre vorgeführt wird, so nimmt er eine zuversichtliche Miene an, als ob er sicher sei im Gefühle seiner Unschuld. Ich frage ihn, ob er vor mich gebracht sei. Lächelnd und artig erwidert er: Herr, es würde mich freuen, von euch den Grund zu erfahren. Ich: Ihr seid angeklagt, ein Ketzer zu sein und anders zu glauben und zu lehren als die Heilige Kirche. Angeklagter, indem er seine Augen gen Himmel erhebt und eine Miene gläubiger Frömmigkeit annimmt: Oh Gott! Du weißt, dass ich dessen unschuldig bin und dass ich niemals irgendeinen anderen Glauben bekannt habe als den des wahren Christentums. Ich: Ihr nennt euren Glauben christlich, weil ihr unseren für falsch und ketzerisch anseht. Aber ich frage euch, ob ihr jemals einen anderen Glauben für ebenso wahr gehalten habt als den, welchen die römische Kirche für wahr hält. Angeklagter:
Ich glaube den wahren Glauben, den die römische Kirche glaubt und den ihr uns öffentlich lehrt. Ich. Vielleicht leben einige von eurer Sekte in Rom. Diese nennt ihr die römische Kirche. Wenn ich predige, so rede ich von vielen Dingen, von denen einige uns beiden gemeinsam sind. Zum Beispiel, dass es einen Gott gibt und dass ihr glaubt etwas von dem, was ich predige. Nichtsdestoweniger könnt ihr ein Ketzer sein, weil ihr andere Dinge glaubt, als die, welche geglaubt werden müssen. Angeklagter, ich glaube alles, was ein Christ glauben muss. Ich kenne eure Schliche. Was die Mitglieder eurer Sekte glauben, das haltet ihr für das, was ein Christ glauben muss. Aber wir verlieren bei diesen Wortstreiten. Sagt einfach, glaubt ihr an den einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Einschub von mir. Wie kann es einen Gott geben, wenn er aus Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht? Das hier ist die Trinitätslehre, die unbiblisch ist. Das ist mein kleiner Einschub in dieses Inquisitionsverfahren im Moment. Ich wiederhole nochmal die Frage des Inquisitors. Ich kenne eure Schliche. Was die Mitglieder eurer Sekte glauben, das haltet ihr für das, was ein Christ glauben muss. Aber wir verlieren Zeit bei diesem Wortstreite. Sagt einfach, glaubt ihr an den einen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist? Angeklagter, ich glaube es. Ich glaubt ihr an Jesum Christum, geboren aus der Jungfrau, der gelitten hat und auferstanden und auferfahren ist gegen Himmel? Angeklagter, freudig und schnell, ich glaube. Ich glaubt ihr, dass bei der von den Priester zelebrierten Messe das Brot und der Wein durch göttliche Kraft in den Leib und das Blut Jesu Christi verwandelt werden? Angeklagter, sollte ich das nicht glauben? Ich frage nicht, ob ihr das nicht glauben sollt, sondern ob ihr es glaubt. Angeklagter, ich glaube alles, was ihr und andere gute Doktoren mir zu glauben vorstellt. Ich, diese guten Doktoren sind die Lehre eurer Sekte. Wenn ich mit ihnen übereinstimme, glaubt ihr auch mir. Wenn nicht, nicht. Angeklagter, ich glaub gern wie ihr, wenn ihr mich lehrt, was gut für mich ist. Ich, ihr haltet es für gut, wenn ich dasselbe lehre, was eure anderen Lehrer auch lehren. Sage also, glaubst du, dass der Leib unseres Herrn Jesu Christi auf dem Altare ist? Angeklagter, schnelle Antwort, ich glaube es. Ich, ihr wisset, dass ein Leib da ist und dass alle Leiber von unserem Herrn sind. Ich frage euch, ob der Leib, der dort ist, der Leib des Herrn ist, der geboren war von der Jungfrau Maria, der am Kreuze gehangen hat, der von den Toten auferstanden und gen Himmel aufgefahren ist und so weiter? Angeklagter, und ihr, Herr, glaubt ihr es nicht? Ich glaube es durchaus. Angeklagter, ich glaube es ebenso. Ihr glaubt, dass ich es glaube, aber ich frage euch nicht danach. Ich frage euch vielmehr, ob ihr es glaubt. Angeklagter, wenn ihr alle meine Worte in anderer als in klarer und einfacher Weise auslegen wollt, dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin ein einfacher und unwissender Mann. Ich bitte euch, mir keine Schlinge aus meinen eigenen Worten zu machen. Wenn ihr einfach seid, so antwortet mir einfach ohne Ausflüchte. Angeklagter, gerne. Wollt ihr also schwören, dass ihr nie etwas gelernt habt, was dem Glauben, den wir für wahr halten, widerspricht? Angeklagter, erbleichend. Wenn ich schwören muss, so schwöre ich gerne. Ich frage nicht, ob ihr schwören müsst, sondern ob ihr schwören wollt. Angeklagter, wenn ihr mir befehlt zu schwören, will ich schwören. Ich will euch nicht zwingen zu schwören, weil ihr, da ihr Eide für ungesetzlich haltet, mir, der ich euch zwang, die Sünde zuschieben würdet. Aber wenn ihr schwören wollt, will ich euren Eid entgegennehmen. Angeklagter, warum soll ich schwören, wenn ihr es mir nicht befehlt? Damit ihr den Verdacht, ein Ketzer zu sein, von euch abwälzet. Angeklagter, mein Herr, ich weiß nicht, was ich schwören soll, wenn ihr es mich nicht lehret. Wenn ich zu schwören hätte, so würde ich meine Hand aufheben, meine Finger ausstrecken und sagen, so wahr mir Gott helfe. Habe ich nie Ketzerei kennengelernt, noch etwas geglaubt, was im Widerspruch steht zum wahren Glauben. Alsdann stottert er,
als ob er die Formel nicht wiederholen könne, so dass kein förmlicher Eid herauskommt und man doch glaubt, er habe geschworen. Oder er verdreht die Worte so, dass er gleichfalls nur scheinbar schwört. Oder er verwandelt den Eid in eine Gebetsformel, zum Beispiel: Gott, helfe mir, dass ich kein Ketzer bin. Gefragt, ob er geschworen habe, wird er sagen: Höret ihr mich nicht schwören? Wird er dann weiter hart gedrängt, so fängt er an, an das Mitleid des Richters zu appellieren, indem er spricht: Mein Herr, wenn ich in etwas Unrecht getan habe, so will ich gern die Buße tragen. Nur helft mir, von einer Anklage mich zu reinigen, der ich aus Bosheit und ohne mein Verschulden preisgegeben wurde. Aber ein energischer Inquisitor darf nicht ausgeben, dass in solcher Weise auf ihn eingewirkt wird. Er muss vielmehr entschlossen vorgehen, bis er solche Leute entweder zum Geständnisse ihres Irrtums oder zur öffentlichen Abschwörung der Ketzerei veranlasst, so dass sie, wenn sich später herausstellt, dass sie falsch geschworen haben, ohne weiteres Verhör dem weltlichen Arme überliefert werden können. Wenn jemand darin einwilligt, zu schwören, dass er kein Ketzer ist, so sage ich zu ihm: Wenn ihr nur schwören wollt, um dem Scheiterhaufen zu entgehen, so wird weder ein Eid noch 10 noch 100 noch 1000 genügen, weil ihr euch gegenseitig von einer gewissen Zahl von Eiden, die ihr in der Zwangslage geleistet habt, dispensiert. Ich werde daher unzählige Eide fordern. Außerdem werden eure Eide, wenn ich, wie ich glaube, Beweise wieder euch besitze, euch nicht vor dem Feuertode bewahren. Ihr werdet nur euer Gewissen beflecken, ohne dem Tode entgehen zu können. Wenn ihr dagegen einfach euren Irrtum erkennt, könnt ihr Gnade finden. Ich habe Menschen gesehen, die in solcher Art bedrängt schließlich Geständnisse ablegten. Derselbe Inquisitor erläutert ferner die Beharrlichkeit, mit der die Schlauen unter diesen einfachen Leuten stritten und mit den bestgeschulten Männern des heiligen Offiziums spielten, durch einen Fall, wo eine Dienstmagd mehrere Tage lang den Fragen der trefflichsten Examinatoren widerstand. Sie würde davon gekommen sein, wenn man nicht zufällig in ihrer Kommode ein Bruchstück eines Knochens eines kürzlich verbrannten Ketzers gefunden hätte, dass sie sich nach Aussage ihrer Gefährtin, die mit ihr die Knochen gesammelt hatte, als Reliquie aufbewahrte. Also, entschuldige bitte mal, jetzt muss ich hier doch mal eben einen Kommentar geben. Das Verhör, was wir gerade durchgespielt haben, das hat sich sicherlich so und in ähnlicher Form tausende Male, zehntausende, wahrscheinlich sogar hunderttausende Mal vorgetan. Das will ich gar nicht abstreiten. Der Angeklagte wird durch die Fragestellung in die Enge getrieben, und wenn er ein Ketzer ist, ist es schwierig, nicht hier und da durch die Maschen zu fallen und dem Inquisitoren bekannt zu geben, dass man tatsächlich ein Ketzer ist. Wenn man kein Ketzer ist, dann kann man selbst durch solche Befragen zum Ketzer gemacht werden, weil man ganz einfach diese Sophistik und Kasuistik nicht durchdringen kann. Aber in dem Fall, den wir jetzt hier haben, die Dienstmagd, die mehrere Tage lang den Fragen der vortrefflichsten Examinatoren widerstand, da steht hier doch tatsächlich geschrieben, dass man in ihrer Kommode ein Bruchstück eines Knochens eines kürzlich verbrannten Ketzers gefunden hätte, das sie als Reliquie aufbewahrte. Ja, wie kann denn so jemand ein Ketzer sein, stelle ich jetzt mal eben laut die Frage, der eine Reliquie beherbergt, was absolut unbiblisch ist. In der Bibel sind Reliquien verboten, sind Idole verboten, sind Symbole verboten. In der Bibel gibt es keine Reliquien, dass man sich einen Zahn, einen Finger, eine Haarlocke, irgendwas von einem Toten bewahrt und das in seinem Andenken bewahrt, genauso wie die römisch-katholische Kirche das mit einem Zahn, einem Knochen oder einer Locke oder etwas anderem von einem sogenannten Heiligen tut und die dann unter einen Altar steckt, weil nur so ist der Altar überhaupt ein Altar. Nur so kann er als Altar in einer römisch-katholischen Kirche dienen, auf dem das Sakrament der Eucharistie vollzogen werden kann. Also wenn die Frau hier eine Reliquie aufbewahrt,
dann sage ich als bibelgläubiger Christ schon mal, das ist keine Ketzerin. Weil sie tut eine aus der Bibel entstammende falsche Handlung. Also eine die Bibel als falsch verdammende Handlung, so muss ich es sagen. Ja? Eine Reliquie zu bewahren, auch wenn es von einem Ketzer ist. Es ist eine Reliquie bewahren. Es ist ein Idol, ein Erinnerungsstück von irgendwas bewahren. Und das tut man dann, um damit zu sprechen, um sich daran zu erinnern. Das ist der Rand von Nekromantie. Ja? Also, diese Magd ist für mich als bibelgläubiger Christ jetzt keine Ketzerin im Sinne der römisch-katholischen Kirche hier. Aber fahren wir fort. Der Inquisitor teilt uns nicht mit, wie viele tausend gute Katholiken in Verwirrung gebracht durch das furchtbare Spiel, das man mit ihnen trieb, und durch die scholastischen Spitzfindigkeiten, womit man sie bestürmte, nicht wissend, wie sie auf die ihnen so schlau gestellten, verfänglichen Fragen antworten sollten, und erschreckt durch den für hartnäckiges Leugnen ihnen drohenden Feuertod, zuletzt aus lauter Verzweiflung das Verbrechen eingestanden, dessen man sie mit solcher Sicherheit beschuldigte, und ihre Bekehrung bekräftigten, indem sie Geschichten über ihre Nachbarn erfanden, während sie selbst ihr angebliches Unrecht mit Konfiskationen und lebenslänglicher Gefangenschaft büßten. Es kam gleichwohl bisweilen vor, dass die Unschuld oder Verschlagenheit des Angeklagten über alle Bemühungen des Inquisitors triumphierte. In diesem Fall musste der Inquisitor zu weiteren Hilfsmitteln greifen, und hiermit nähern wir uns den dunkelsten und abstoßendsten Bildern unseres Gegenstandes. Die menschliche Unzulänglichkeit hat in ihren mannigfaltigen Entwicklungsprozessen wohl niemals eine beklagenswertere Form angenommen, als in den Anweisungen, die die Veteranen des Heiligen Offiziums ihren jüngeren Brüdern über diesen Gegenstand überlieferten. Anweisungen, die nur für die Beamten selbst bestimmt waren und daher mit der größten Offenheit abgefasst sind. Durch lange Erfahrung mit allem vertraut, was das Menschenherz bewegen kann, geschickt nicht nur in der Aufdeckung der scharfsinnigen Ausflüchte der Schlauen, sondern auch in der Aufsuchung und Auffindung der feinsten Mittel, um Herz und Gewissen zu rühren, erbarmungslos Körper und Geist mit Todesangst quälend, sei es durch das Elend einer hoffnungslosen Gefangenschaft, die sich unzählige Jahre lang dahinzog, sei es durch die schärfere Pein der Folterkammer oder des kaltblütigen Spieles mit den natürlichen Gefühlen. Unbedenklich Gebrauch machend von der schrecklichen Wahl zwischen Hoffnung und Furcht und mit zynischer Gleichgültigkeit alle Hilfsmittel der List des Betruges anwendend gegen die Unglücklichen, die man planmäßig durch Hunger schwächte, um ihnen die Kraft zur Selbstverteidigung zu rauben, so erscheinen uns diese Männer mit ihren teuflischen Ratschlägen gleichsam als Dämonen oder Teufel, die sich freuen, ihre Allmacht an hilflosen Sterblichen auszuüben. Bei alledem hatten sie aber augenscheinlich die Überzeugung, dass sie für die Sache Gottes arbeiteten. Wie lautete der Bibeltext, den ich vorhin bereits einmal erwähnte? Die Stelle, die ich meine, es gibt viele Stellen, die eine ungefähr diesen Text auch sagen, in Lukas habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut, aber in Johannes, das ist eigentlich der Text, den ich meine, in Johannes, und ich lese das jetzt eben aus der Schlachterbibel vor, Kapitel 16, Vers 1 und 2. Dies habe ich zu euch geredet, das ist Jesus Christus, der zu seinen Jüngern spricht, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und das ist genau der Punkt, den hier der Autor anholt. Bei alledem hatten sie aber augenscheinlich die Überzeugung, dass sie für die Sache Gottes arbeiteten. Die Katholiken, die Menschen, die in der römisch-katholischen Kirche diese Inquisitionsarbeit gemacht haben, waren hoch und heilig davon überzeugt,
dem Gott im Himmel einen Dienst zu erweisen, indem sie die gottesgläubigen Heiligen der Bibel getötet haben. Und das ist genau die Erfüllung der Schrift aus Jesus seinen Worten in Johannes Kapitel 16, Verse 1 und 2. Weil er fährt fort in Vers 3, und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Die römisch-katholische Kirche kennt weder den Vater noch Jesus Christus, weder bezeugt sie noch den Heiligen Vater im Himmel, noch Jesus Christus, seinen Sohn. Die römisch-katholische Kirche lehrt einen anderen Vater, die römisch-katholische Kirche lehrt einen anderen Jesus, die römisch-katholische Kirche lehrt Heidentum, eingekleidet in, zwischen Anführungszeichen, Christentum. Deutlicher kann man es eigentlich gar nicht mehr sagen. Besser kann man das, was der Autor hier schreibt, gar nicht an der Bibel spiegeln. Dies habe ich zu euch geredet, sagt Jesus, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen, das heißt, sie werden euch aus der Kirche ausschließen, das heißt, sie werden euch exkommunizieren. So ist das hier in dieser Welt gegangen. Ja? Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen, und sie werden euch dies antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Das ist unser Trost. Wenn wir in die Fänge der Inquisition geraten, oder wenn die Menschen damals in die Fänge der Inquisition geraten sind, dann ist unser Trost da, dass wir wissen, dass diejenigen, die uns das antun, weil sie denken, dass sie Gottes Werk tun, Jesus uns aber bereits vorher gesagt hat, dass sie das denken, obwohl sie weder den Vater noch Jesus selber kennen. Aber er hat es uns vorher gesagt. Das ist unser Trost, weil es ist vorhergesagt worden. Es ist keine Überraschung, dass uns das passiert. Wenn wir Jesus Christus bekennen, dann werden wir eine solche Trübsal mitmachen. Der eine oder der andere. Ich sage nicht jeder. Aber bestimmte Leute werden das mitmachen. Und dann sind diese Worte aus Johannes 16 unser Trost. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Wisst, dass Jesus es vorhergesagt hat. Bei alledem hatten sie aber augenscheinlich die Überzeugung, dass sie für die Sache Gottes arbeiteten. Keine Anstrengung war ihnen zu groß, wenn sie eine Seele vom Verderben erretten konnten. Keine Mühe schreckte sie ab, wenn sie einen Mitmenschen zur Anerkennung seines Unrechts und zu aufrichtiger Reue veranlassen und dadurch von seinen Sünden befreien konnten. Keine Geduldsprobe war ihnen zu lang, wenn sie dadurch die ungerechte Verurteilung eines Unschuldigen vermeiden konnten. Ich denke nicht, dass es jetzt wirklich notwendig ist, dass ich diesen Satz jetzt noch einmal so lese, wie er wirklich verstanden werden muss, sondern dass ihr inzwischen genügend christliches Eigenverständnis habt, um zu verstehen, wie dieser Satz hier gemeint ist. Das ganze Gefecht der Schlauheit zwischen dem Richter und dem Angeklagten, alle die Täuschungen und alle Qualen des Leibes und der Seele, die der Inquisitor so rücksichtslos anwandte, um Geständnisse zu erpressen, wurden nicht etwa nur deshalb ins Werk gesetzt, um der Inquisition ein Opfer zu sichern. Denn der Inquisitor war angewiesen, ganz ebenso zu verfahren mit den Widerspenstigen, gegen die er hinreichende Zeugnisse besaß, wie mit den Verdächtigen, bei denen es ihm an Beweisen fehlte. Bei den Ersteren suchte er eine Seele davor zu bewahren, sich in hartnäckigem Stolze selbst zu opfern. Bei den Letzteren dagegen suchte er die Herde vor Ansteckung zu schützen, dadurch, dass er die kranken Schafe einschloss. Für das Opfer freilich kam wenig darauf an, welches die Beweggründe seines Verfolgers waren. Denn grausame Gewissenhaftigkeit ist vielmehr zu kaltblütiger Berechnung geschickt, ist erbarmungsloser und nachhaltiger als leidenschaftlicher Zorn.
Doch der unparteiische Forscher muss unbedingt anerkennen, dass, wenn auch viele Inquisitoren zweifellos bornierte Dummköpfe waren, die gedankenlos einer vorgezeichneten Richtung berufsmäßig folgten, wenn andere habgierige oder blutdürstige Tyrannen waren, die nur vom Eigennutz und Ehrgeiz getrieben wurden, es doch unter ihnen auch nicht wenige gab, die glaubten, dass sie eine hohe und heilige Pflicht erfüllten, mochten sie einen Unbußfertigen dem Feuertode preisgeben oder mochten sie mit Hilfe von unsagbar niedrigen Mitteln eine Seele den Klauen Satans entreißen, die dieser schon als sein Eigentum betrachtet hatte. Das ist in den Worten von Henry Charles Lear, Johannes Kapitel 16, Verse 1 bis 4. Sie wurden angewiesen, lieber die Schuldigen laufen zu lassen, als die Unschuldigen zu verdammen, so dass sie also entweder klare Beweise oder ein Geständnis haben mussten. Daher war der gewissenhafte Richter genötigt, falls ein vollständiger Beweis fehlte, seine Zuflucht zu jedem nur denkbaren Mittel zu nehmen, um dadurch seinem Opfer ein Geständnis seiner Schuld zu erpressen. Die Hilfsmittel, die dem Inquisitor zur Erpressung unfreiwilliger Geständnisse zur Verfügung standen, können wir kurzerhand in zwei Klassen einteilen. Die Täuschung und die Tortur. Die letztere sowohl durch Verursachen geistiger wie körperlicher Schmerzen. Von beiden Klassen machte man freien und skrupellosen Gebrauch. Und in beiden war auch eine so große Mannigfaltigkeit der einzelnen Mittel vorhanden, dass den Idiosynkrasien der Richter und Gefangenen der weiteste Spielraum zur Entfaltung gelassen war. Das menschliche Herz ist sehr erfindungsreich, wenn es darum geht, seinen Mitmenschen Qualen zuzufügen. Deswegen sagt die Bibel, das Herz des Menschen ist böse von Anfang an. Wenn wir neu geboren werden in Jesus Christus und unser Herz beschnitten wird durch unseren Herrn und wir ein Herz aus Fleisch gegenüber ein Herz aus Stein eingepflanzt bekommen, dann verändern sich die Dinge. Aber davor ist der Verstand, der menschliche Verstand, unglaublich erfindungsreich, wenn es darum geht, Methoden zu erfinden, um andere Menschen zu quälen. Und da werden noch reichlich in diesem Video Bilder oder in diesen Videos, in dieser Lesung, Bilder kommen, die euch eigentlich das Blut erstarren lassen sollten in euren Adern. Ich habe vor Jahren mal einen Film geschaut mit Dustin Hoffmann, der hieß Marathonmann. Ich habe den Film auch nur ein einziges Mal angeschaut, weil es in dem Film auch um Folter ging. Und der Dustin Hoffmann wurde da von einem Menschen gequält, der sich einen Spaß daraus machte, ihn zu foltern als Zahnarzt. Ich kann es jetzt gerade nicht anders sagen, er war natürlich kein Zahnarzt, aber er hat zahnärztliche Hilfsmittel gebraucht und ihn auf einen Zahnarzt-Patienten-Behandlungsstuhl gesetzt und hat ihm Schmerzen zugefügt. Ich hatte schon immer panische Angst vor dem Zahnarzt. Das geht zurück auf in meiner Kindheit, wo ich einen Zahnarzt hatte, der ein wirklicher Schlechter war. Das gibt meine Mutter sogar heute zu, dass wir damals den Fehler gemacht hatten, mich da zu belassen. Aber gut, der Mensch war nicht grausam, der war einfach nur schlecht in seinem Beruf. Aber in dem Film Marathonmann, das hat meine Angst natürlich vor dem Zahnarzt weiterhin geschürt. Deswegen bin ich glaube, 20 Jahre meines Lebens bin ich nicht zum Zahnarzt gegangen. Aus Angst. Ja? So wirkt das. Und wenn man dann sieht, was für Methoden der sich ausgedacht hat, und das waren Sachen, die man in einem, zwischen Anführungszeichen, normalen Hollywood-Film dann gezeigt hat. Wir müssen uns nicht ausdenken, was sie heute alles in solchen Filmen irgendwo zeigen oder welche Methoden sie wirklich haben, die sie uns nicht zeigen, weil das dann ja Gewaltverherrlichung ist oder wie auch immer, weil man soll sich ja sowas auch nicht zum Vergnügen ansehen. Aber man muss sich mal vorstellen,
wie schlecht das Herz eines Menschen sein kann, um einem anderen Menschen so Dinge anzutun, wie der Schauspieler, das dem Schauspieler Dustin Hoffmann in dem Film anscheinend ja angetan hat. Es war ja ein Film, war ja nicht echt. Aber es sollte natürlich echt aussehen. Es hat sehr echt ausgesehen. Und die Foltermethoden, die man im Mittelalter erfunden hat, die sind nicht weniger grausam. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Der, ich sag mal, Vorteil von dieser Zahnarzt-Sache in dem Film Marathonmann war, dass der Rest des Körpers unversehrt war. Und im Mittelalter hat man natürlich sehr viele Foltermethoden gehabt, um den ganzen Körper leiden zu lassen. Heutzutage sind die ja viel geschickter. Die haben ja eine viel bessere anatomische Kenntnis des Körpers und würden ja heute mit chirurgischen Mitteln Folter machen, dass man sich in seinen bestschlimmsten Träumen nicht ausmalen möchte. Ich wollte jetzt auch kein grausames Video hiervon machen, ich wollte euch nur mal die Augen darüber öffnen, über das, was wir hier im Grunde jetzt gerade mal lesen. Der Autor sagt, ich wiederhole den Absatz eben nochmal, weil ich finde ihn sehr, sehr wichtig. Und wenn wir hier über die Inquisition sprechen, dann wissen wir ja, dass wir eben auch über die Foltermethoden sprechen, mit denen hier dann halt ein Geständnis erzwungen wurde. Der Autor sagt, die Hilfsmittel, die dem Inquisitor zur Erpressung unfreiwilliger Geständnisse zur Verfügung standen, können wir kurzerhand in zwei Klassen einteilen. Die Täuschung und die Tortur. Also mit anderen Worten, die psychologische Folter und die körperliche Folter. Die letztere wohl durch Verursachung geistiger wie körperlicher Schmerzen. Von beiden Klassen machte man freien und skrupellosen Gebrauch. Und in beiden war auch eine so große Mannigfaltigkeit der einzelnen Mittel vorhanden, dass den Idiosynkrasien der Richter und Gefangenen der weiteste Spielraum zur Entfaltung gelassen war. Vielleicht die mildeste Form, um einen unerfahrenen Gefangenen in die Falle zu locken, bestand darin, dass der Examinator den Fall, den er untersuchte, als eine schon bewiesene Tatsache behandelte und nun nach Einzelheiten fragte, wie zum Beispiel, wie oft habt ihr als Ketzer gebeichtet? In welchem Zimmer eures Hauses habt ihr Ketzer empfangen? Des Weiteren wird dem Inquisitor geraten, während des Verhörs in seinen Akten zu blättern, als ob er darauf Bezug nehme und alsdann dem Gefangenen kühn zu erklären, er sage nicht die Wahrheit, sondern es sei so und so. Oder er solle ein Papier aufheben und sich so stellen, als ob er daraus vorlese, was zur Täuschung des Angeklagten dienen könne. Oder man könne ihm umständlich erzählen, dass einige von den Meistern der Sekte in ihren Geständnissen ihn angeschuldigt hätten. Um diese Täuschungen noch wirksamer zu machen, wurde der Gefängniswärter angewiesen, sich durch ein erheucheltes Interesse und Mitgefühl in das Vertrauen der Gefangenen einzuschleichen und sie dann zu drängen, sogleich ein Geständnis abzulegen, weil der Inquisitor ein barmherziger Mann sei, der Mitleid mit ihnen haben werde. Alsdann solle der Inquisitor sich stellen, als ob er unwiderlegliche Beweise habe und als ob er den Angeklagten, wenn er gestehe und seine Verführer namhaft mache, sofort nach Hause gehen lassen werde. Ein umständlicheres Verfahren, den Gefangenen in eine Falle zu locken, bestand darin, ihn freundlich statt strenge zu behandeln und zuverlässige Agenten in seine Zelle zu schicken, damit dieselben sein Vertrauen gewinnen und ihn dann zu einem Geständnisse bringen sollten, indem sie ihm Verzeihung in Aussicht stellten und für ihn einzutreten versprachen. Wenn alles dann soweit war, pflegte der Inquisitor zu erscheinen und diese Versprechungen zu bestätigen mit dem geheimen Vorbehalte, dass alles, was für die Bekehrung des Ketzers geschehe, ein Werk der Barmherzigkeit sei und dass die Strafen nichts anderes als Gnaden und geistliche Hilfsmittel seien, so konnte man den Unglücklichen, wenn man ihn so weit gebracht hatte, dass er um Gnade bat, mit der allgemeinen Versicherung trösten, man werde für ihn noch mehr tun, als er erbeten habe. Jetzt wird ja wohl beim Lesen dieses letzten Satzes bei einigen Leuten ganz hell ein Licht im Kopf aufgegangen sein.
Wenn alles das soweit war, pflegte der Inquisitor zu erscheinen und diese Versprechungen zu bestätigen, mit dem geheimen Vorbehalte. Geistige Reservation? Das kennen wir aus dem Jesuitismus. Die können alles schwören, weil sie es doch nicht meinen. Die können alles schwören, weil selbst ein Meineid zu pflegen zur, zwischen Anführungszeichen, größeren Ehre Gottes hier getan wird. So legen zum Beispiel amerikanische Präsidenten und wahrscheinlich andere politische Führer eben auch ihren Amtseid ab. Da habe ich ja auch schon mal früher drüber gesprochen. Geistige Reservationen, das wird hier eben gerade erwähnt. Das ist keine Erfindung der Jesuiten, aber es gibt keinen Orden in der Welt. Es gab niemals einen Orden in der römisch-katholischen Kirche, der mit mehr Präzision, mit mehr Perfektionismus diese geistigen Vorbehalte ausgeführt hat, als die Menschen, die durch den Jesuitismus getränkt wurden, den Kadavergehorsam 100% auszuführen. Geistige Vorbehalte. Mit dem geheimen Vorbehalte nennt der Autor es hier. Geistige Vorbehalte nenne ich es. Es war unvermeidlich, fährt der Autor fort, und ich sehe, wir haben noch ein paar Seiten in diesem Kapitel zu gehen. Und es war unvermeidlich, bei einem solchen System Spione eine große Rolle spielten. Wir gehen hier jetzt noch mehr in das Detail in diese Dinge ein, und ich finde, nach etwas über 50 Minuten ist es genug gewesen, und man muss, glaube ich, erstmal das Gelesene, das Gehörte, das Gesagte verdauen können. Ist schon schwere Kost. Aber wenn ihr glaubt, dass das hier schwere Kost war, dann ist das überhaupt kein Vergleich zu dem, wo dann diese verschiedenen Foltermethoden ins Detail beschrieben werden, wie man das oftmals, ob das jetzt Foltermethoden oder Tötungsmethoden sind, zum Beispiel in diesem Buch Das jugoslawische Auschwitz von Jasenovac, von dem Autoren Dedije lesen kann, wo ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, das Buch kann ich nur ein paar Minuten lesen, dann muss ich es weglegen. Dieses Buch geht jetzt auch sehr tief in das Prozessverfahren der Inquisition ein, Kunstgriffe der Überführung, es gibt hier Untersuchungshaft, es gibt die Qualen der Haft, wo wir noch drüber sprechen werden, und dann wird er uns in die Folter einführen, der Gebrauch der Folter, das System der Folter, die Wiederholung der Folter und so weiter und so weiter. Und ich möchte da jetzt nicht mehr reingehen. Wir werden mit diesem Satz, es war unvermeidlich, dass bei einem solchen System Spione eine große Rolle spielten. Das haben wir ja gerade eben schon gesehen, weil da wurde ja gesagt, ne, wo war das hier oben, ein barmherziger Mann sei, also durch das Mitgefühl, man heuchelt Interesse und Mitgefühl in das Vertrauen des Gefangenen, um sich dann das Vertrauen des Gefangenen einzuschleichen, der dann in einer Zelle kommt, wo ihm dann Leute dazugestellt werden, die im Grunde dafür sorgen sollen, dass er dann doch noch als Ketzer überführt wird. Das ist ja auch nichts anderes als Spione. Mit dem Thema möchte ich nächstes Mal fortfahren. In der Zwischenzeit möchte ich euch ein wenig Ruhe lassen, darüber nachzusinnen, was der Autor hier gesagt hat, und die Dinge, die ich da vielleicht noch anzugefügt habe, ins rechte Licht zu rücken, aber bitte niemals, niemals, niemals zu vergessen. In der Bibel steht geschrieben, dass Jesus gesagt hat, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Lest eure Bibel. Maranatha.
O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Sünd und Laster meiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei